Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal, auf YouTube. Damit lässt sich einer fragen, warum sage ich das eigentlich jedes Mal auf meinem YouTube? Weil dann habe ich den zurückgeschrieben, habe ein Herz gegeben, habe geschrieben, vielen Dank für den netten Kommentar. Ich schreibe das, weil das ein Live-Unboxing auch von Twitch TV ist. Das ist auch ein Zockerkanal von mir und dann mache ich die Unboxing immer. Heute geht es um diese große, schwere Box. Die geht digital. Schönes Zeichen hier, ne? Da. Normalerweise steht das ja immer hier drauf. Aber das ist wohl ein besonderer Karton. Der ist auch gerade nicht leicht. Die zahle ich jeden Monat selber. Ich glaube, an die 35 Euro habe ich das bezahlt. Ich weiß aber nicht so genau. Ist mal Monat für Monat unterschiedlich wegen dem Upgrade. Messer ist am Start. Freue mich die ganze Zeit die Wolle drauf, das auszupacken. Ja. Haben wir auch nicht spoilern lassen. Wenn ihr auch eine Box haben möchtet, den Link gibt es in der Videobeschreibung. Vollgepackt bis oben hin ist dieses gute Ding. Ach du Scheiße. Was ist das denn geiles? Eieiei, die Dauts. Da bin ich mal gespannt. Na, fangen wir erstmal mit dem T-Shirt an. Das ist das letzte vom letzten Monat. Das hier, das T-Shirt. Balrog, Level 47. Gandalf. It's Flammen of Arnor. It's super effektiv. Ist ein Pokémon. Vom Pokémon-Spiel. Ich glaube, das wird jemand geschenkt bekommen. Der großer Pokémon-Fan ist. Das ist wieder ein Live-Unboxing. Und natürlich ist es weich. Wer das bekommt, könnt ihr mal raten. Derjenige ist auch im Chat. Wenn er gerade vom Computer sitzt. Dann haben wir die mysteriöse Papiertüte. Voila. Voila. Früher war das eine Plastiktüte. Aber nach einer längeren Zeit ist das eine Papiertüte. Machen wir mal alles raus. Ja, leer. Nehmen wir mal dahinter hin. Dann haben wir meine Postkarte. Kutscher. Das Licht blendet so. Und hier meine Postkarte. Dann haben wir einen Aufkleber von Cthulhu. Davon habe ich ein T-Shirt. Und zwei Bümpchen. Butterfinger. Butterfinger. Dann haben wir eine große Figur. Mein Gott. Diesmal kommt raus. Ui, eine Büste. Gefällt mir. Ich bin Batman. Ja. Eine Büste. Dann machen wir das Unboxing-Messer nochmal. Dann kriegen wir es besser ausgepackt. Ja, nicht mal so viel Plastikverpackung. Aber dafür können die ja nichts. Wenn das so bei denen ankommt. Nehmen wir noch was dahin, das schmeißen wir dann da in die Papiertüte. Ist garantiert wieder irgendwo festgeklebt, ne? An den Seiten. Na gut, unboxen Messer zum dritten. Oh, die ist schwer. Entschuldigung, wenn es so laut ist, aber Plastik hat das nur an sich, dass das so laut ist.
Traurig, aber wahr. Batman bin ich aus einer Höhle. Kann man nachvollziehen. Boah. Ist die schwer. Boah, sieht die geil aus, oder? I am Batman. Die ist wirklich cool. Und wie gesagt, also gut Gewicht. Wunderschön. Ich liebe Figuren. Oh Mann. Der Wahnsinn. Dann haben wir hier, gucke, das Größte mache ich als Letztes. Hier haben wir nämlich ein paar Magazine. Und ein Blechschild. Das merke ich jetzt. Das fühle ich. Ein Poster. Machen wir erstmal das Blechschild. Fantastic Four. So eine Art Cover. Muss mal ganz kurz was zur Seite schieben. Ja. Fantastic Four. So ein Comic-Cover ist das. $10. Echt schick. I can turn. Also in Englisch leider. Also, ich nehme noch $10. Fantastic Four. 1. November. Mr. Fantastic. Ich kenne nur Mr. Bombastic. Das ist richtig, ja. Wundert euch nicht, wenn ich mal irgendwas sage. Der Chat. Dann haben wir hier ein großes Poster. Eigentlich knickt man die eigentlich nicht. Die hätten sie auch rollen können. Aber vielleicht hätte sie nicht reingepasst. Oh Gott, ey. Das Ding. Der Ding. Mein Gott, ist das ein Riesending. Von John Carpenter. Carpenters. John Carpenters. Jetzt auf 4K, UHD und Blu-ray. Der Ding. Limitierte Steelbook und Standardversion. Ja. Aber ich habe keinen Platz mehr für solche großen Poster. Ich habe so viele Poster bei mir an den Wänden. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Dann haben wir was von Marvel. Das wird wahrscheinlich das Upgrade sein. Zwei Figuren. Exklusiv. Spider-Man und Venom. Venom. Ich zerstöre mir die Karton, mit der schmeiße ich sowieso weg. Das wird wahrscheinlich das Upgrade sein. Entschuldigung, wenn es so laut ist. Hat wie gesagt Plastik an sich. Die holen wir auch mal raus. Mein Gott, ist Spider-Man klein gegen Venom. Oh Gott, oh Gott. Wächst denn noch? Spidey! Süß, der Kleine. Aber der steht nicht. Der ist Kopf. Lass dich. Ja. Ganz genau. Und das ist Venom. Der Film soll ja richtig gut sein. Habe ich noch nicht gesehen, aber der soll gut sein. Deine Zunge. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Aber sonst, außer das Große, was doch rauskommt. Ach, die sind doch Ständis. Also kann man den doch vernünftig hinstellen. Ja, Ständi. Die Kleine ist wahrscheinlich für Spidey. Deswegen hat er auch einen Nippel da unten. Ja, so steht er dann. Und Venom hat hier auch ein Loch im Schuh. Kann man ein Wunder, dass er keine nassen Füßen kriegt. Und dann Miss Dandy. Echt schick, muss man schon sagen. Hier steht der Spider-Man auch. Haben die kein Heft dieses Mal?
Ich vermisse ein Heft. Doch, da ist noch was. Bevor ich das aber zeige, das hier. So, da ist das Loot-Heft. Das war mal allerletztes. Dann haben wir als nächstes ein Kugelschreiber. Von, muss ich gucken, Dino World. Letztes einmal auch ein Kugelschreiber dabei, den habe ich auch noch. Aber sieht gut aus, ne? T-Rex. Oh, Kugelschreiber kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier ein Spielkartenset von der fantastischen Welt der Tiere, wo man sie finden kann. Wahrscheinlich so ein, ja genau, Ass, Dame, König, Bube. Ein ganz normales Kartenspiel. Können wir ja Weihnachten spielen, wenn ihr wollt. Dann aber wirklich das allerletzte, was hier drin ist. Und das ist das schwerste und größte. Karton ist leer. Den stelle ich mal ganz kurz auf den Boden. Ich frage mich nur, was das sein soll. Harko. Hier ist noch ein Informationsheft, also wahrscheinlich die Anleitung. Haku. Irgendwas Chinesisch-Japanisches. Finde Sie Ihren Weg an die Spitze innerhalb des Labyrinths von Haku. Fordern Sie die Gegner mit Ihrem logischen Denken und Wissen heraus, um seinen Pfad durch Haku zu enthüllen. Spielen Sie Ihre Bälle und klettern Sie an Ihre Spitze, um den Master auf Haku zu werden. Ein Spiel ist das also. Ah, so. Haku. Ah, ich hatte davon noch nie was gehört. Habt ihr davon was gehört? Ihr könnt das später in den Kommentaren schreiben. Papa und ich, die sind Freund und Feind gleich. So. Machen wir das mal auf. Also ich sag, mir sagt das nichts. Große Verpackung weg. Wieder natürlich mit Plastik eingepackt. Das hätte nicht sein müssen. Umweltschutz. Mein Gott, ist das ein Apparat. Entschuldigung, was laut ist. Hier sind die Kugeln. Und hier ist das Spiel. So sieht's aus. Also ich kann nicht erkennen, wie das funktionieren soll. Kommt man noch Batterien rein oder nicht? Tausend Fragezeichen über dem Kopf, wenn ich die Fixation-Figur wäre. Haku. Wollen wir mal ganz kurz hier gucken. Wir kommen bei Haku. Ach, hier sind noch mehr Kugeln. Remember. Ja. Sagt mir so wenig. Und da gibt es ein Video von YouTube. So sieht es dann aus. Da frage ich mich, was das kosten wird. Aha. Kannst du noch auseinanderklappen. Also ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen Plan,
wie das funktionieren soll. Dann nehmen wir es mal kurz weiter. Wollen wir ja nicht unnötig in der Länge ziehen. Handy, Taschenrechner. Huawei P40 Lite. Rechner. So. Dann wollen wir mal schauen. Was? Ich sag mal, die kostet so 35 Euro mit das Upgrade. Also dieses Hakobox, japanische Rätselspiel mit Murmeln, hat schon alleine einen Wert von 29,95 €. Oh, wow. Das ist ein Hammerpreis. 29,95 €. Donnerwetter. Das T-Shirt, das ist Standardpreis, 17,95 €, weil es ja von Getiketel ist. Exklusiv. Eins von 13 DC-Büsten. Nicht Brüste, sondern Büsten. Dann hätte es noch Harley Quinn gegeben, Superman, Joker und Wonder Woman. Da ist Batman natürlich das Beste. Wobei der Joker das auch nicht übel. 1995. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Das Blechschild von Fantastic Four, 14,95 €, ist auch ein stolzer Preis für ein Blechschild. Oh, wow. Ey, stolzer Preis, 15 € für ein Blechschild. Tja. Das Kartenspiel, 4,95 €, das ist in Ordnung. Das ist ein super Preis. Dino-Kugelschreiber hätte ich in zwei Varianten gegeben. 1,45 €. Das ist auch voll in Ordnung. Der Button. Ah ja, genau, der Button. Haben wir, ob ich einen Button gehabt? Nee. Warte auf. Doch, hier. Habe ich übersehen. Der Button. Der ist ja immer dran. Was steht da drauf? Never forget. Never forget. 1,45 € Standardpreis. Kocha Poster. Postkarte. Haha, reingeguckt. Beim Fingerzirkel Game geht es darum, einen Kreis aus Daumen und Zeigefinger zu bilden und etwa in der Hüfthöhe zu halten. Wer hineinschaut, hat verloren und darf gegen die Schulter geboxt werden. 95 Cent, das ist auch in Ordnung für die Postkarte. Die Butterkekse sind aus der USA, sind umsonst. Der Button, also der Aufkleber, auch 95 Cent, auch in Ordnung. Dann nehmen wir die nächste Seite. Alles klar. Das war schon mal ohne Upgrade. Die wird dann an die 25 € kosten. Habt ihr einen Marktwert von 92,55 €. Oh, das ist eine Summe. Wow. Die Box hat 92 € Wert. Und jetzt kommt noch das Upgrade dazu. 24,95 €. Und ich finde, ja gut, mit den ganzen Lizenzen und die ganzen anderen Sachen da, das ist in Ordnung. Dann kostet die, hat eine Boxwert von 117,50 €. Wenn wir wirklich 35 € jetzt abziehen, was man selber zahlt, hat man ein Ersparnis von 82,50 €. Das ist doch wieder mal ein super Ersparnis. Oder was meint ihr? Könnt ihr gleich in den Kommentaren schreiben oder morgen oder nächste Tage. Klein aber hoch. Ja, da stehen noch ein paar Informationen. Wow, das wird Kenji freuen. Na, wo ist die? Jetzt kommt was von Fallout. Jetzt kommt was von Fallout. Upgrade deine für deine Lootbox. Erhalte 1 bis 3 zusätzliche Artikel im Wert von über 20 €.
Wir zahlen dafür aber nur 9,95 €. Etwas von Fallout kommt. Jawohl. Ja, das wusste ich, dass Kenji das gut findet. Ich bin echt gespannt, was das wird. Vielleicht behalte ich das ja auch. Mal gucken. John Capita Ding. John Capita Ding ist sicherlich ein der Klassiker und das Regal jedes Horrorfans gehört. Mini Mine. Dann haben die noch neue Sachen in den Shop. Runtergesetzte Sachen. Haku Box, das Denkspielphänomen aus Japan. Ja. Wahnsinn. Also, ja, also bis auf das Spiel, dann weiß ich noch nicht, ob ich da zufrieden bin oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Aber dafür ist diese Box ja da. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen anders hinsetzen. Ja, das war's für das Unboxing-Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, ein Däumchen, wäre ein Träumchen, einen netten Kommentar, ein Abo, falls ihr noch keins abgeschlossen habt, kostet euch nichts, und die Glocke aktivieren, und dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und munter. Euer Bund ist raus. Bis zum nächsten Mal.